Also es läuft überhaupt nicht nach Plan. Wir sind richtig geschippert worden. Stefan ist kurz vor dem Aufgehen. You can have everything you want, but not all at the same time. Und in dem Sinn, herzlich willkommen zu der Trainingswoche Nummer 32. Kann ich kurz einen Trommelwirbel haben? Das ist offiziell die letzte richtige Trainingswoche vor dem Ironman am 7.7. in Thun. Crazy. Offiziell wirklich die allerletzte richtige Trainingswoche. Diese Woche werde ich nochmal 19 Stunden Training reinballern und nachher kommt eigentlich die Recovery Week und eine leichte Tapering Week, also wo man so ganz lockere Einheiten macht, um sich ready und heiß machen auf das Event und aufs Race. Und das heisst, es ist offiziell eigentlich die letzte richtige Trainingswoche. Diese Woche steht am Wochenende auch noch ein richtiges Highlight wieder auf dem Programm, nämlich mache ich mit dem Stefan Trapic, meinem Trainer vom Ironman, eine Charity-Aktion in der Seebadi in Ennetbürgen. Wir machen dort einen Marathon auf so einem Wasservelo und wollen gleichzeitig Spenden sammeln für Charity, wo der Stefan sehr, sehr stark involviert ist. Ah, und ich habe ein Paket bekommen, und zwar vom Coffee Festival Ostschweiz. Ich habe nie mit ihnen Kontakt gehabt oder so, und ich weiß auch nicht, warum sie mir das schicken, aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht die YouTube-Vlogs schon mal gesehen haben. Aber schauen wir mal, was drin ist. Ciao Peter, ich verfolge natürlich fleissig deine Vlogs, dann habe ich mir gedacht, weil du immer Päckchen auspackst und natürlich einen guten Kaffee geniessest, könnten wir dir ein Päckchen für unser Herzensprojekt schicken. Coffee Festival Ostschweiz. Enjoy and keep grinding. Liebe Grüße, Sandro, CFO-Team. An dieser Stelle, Sandro, danke fürs Päckchen. Juni 2024. Heute fühlt es sich an, als wäre der erste richtige Sommertag. Und ich bin gespannt, wie viele Leute heute duschen. Die sind sicher voll. Wir haben 6 Uhr am Abend und es ist 28 Grad. Jetzt loves Public Viewing. Jetzt geht es cool gehen. Eis, eis, hä? Georgi gegen Türkei, wenn ich mich nicht täusche. Okay, es sind 2 Millionen Leute in der Aufschütte. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der mit dem Wetsuit geht und schwimmen jetzt. Aber es ist gut, ich bin auch eine Stunde im Wasser. Also, wir sehen uns in einer Stunde. 3,4 Kilometer in einer Stunde. Es scheint entweder meine Garmin wieder zu stimmen oder ich habe wieder eine mega schnelle Strömung verwünscht. Es war richtig geil. Einmal ist ein fetter Fisch unter mir geschwommen und ich bin todesverschrocken und musste mir einfach die ganze Zeit sagen, es ist nur ein Fisch, es ist nur ein Fisch, es ist nur ein Fisch. Und es ist wirklich krass, an einer Stelle ist das Wasser so viel klarer als letztes Mal und es ist so ein bisschen weiter draussen bei den Bojen, aber eigentlich ist das Wasser gar nicht tief und du berührst fast das Seegras, das richtig gefürchtig aussieht. Aber ich habe es überlebt. Match ist gerade fertig. Es sieht aus, als hätte ich Türkei gewonnen. Crazy. Da habe ich vorhin einfach gerade den Polizist gestoppt und ich zuerst gedacht, habe ich jetzt irgendetwas Falsches gemacht? Und dann hat er einfach gesagt, hey, geil, ich schaue deine Videos. Ich komme von draußen, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und ich wache auch langsam auf jetzt. Heute wird ein geiler Tag. That's for sure. Okay, bleibt oben, bleibt oben, bleibt oben. Wow, heute muss wirklich mein Glückstag sein. Morgen um 17:30 Uhr fahre ich noch nicht so viel Zeug. So, jetzt geht es so richtig Schlierbach rauf. Da hinter mir ist Sursee. Und meine Kette.
habe ich wieder mal vergessen zu schmieren. Aber mein Papi sagt mir, wenn er etwas kann, dann ist Kette schmieren. Er wird seine absolute Masterdisziplin. Ihr werdet es sehen. Da geht gerade ein Ballon rauf. Und da hinten geht es gerade zur Sonne rauf. Und ich bin jetzt in Krumbach. Die Sonne ist gerade aufgegangen. What a time to be alive! Es ist zwar schon bis 7 Uhr am Morgen, aber ich leite jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob jemand wach ist. Hui! Du Binge! Gibt es einen Kaffee? Ja. Hätte ich noch Zeit. Ein Kaffee in Schmidrut, eh, Benji? Ein Kaffee in Schmidrut. Dein Herz, deine Seele, deine Seele. Da glaubst du nicht. Was? Ja, sicher, du bist schlecht zu nehmen. Da kann man auslassen. Ich bin schon voll gegangen mit. Ich habe den Mäckchen gehabt, oder? Und dann hat er immer noch mal flattieren machen. Und zurück. Weißt du? Wenn er Futter hat, muss er den Mäckchen in den Wald oder ganz oder noch bei seinem Futter schauen. Dann putzen sie fort. Komplett zur Anlauf-Tür. So, weiter geht's. Wieder zurück heim. Das tut mein Velo richtig gut, he? Fast lautlos sogar. Fertig geschmiert. Super. Okay. Scheint doch eher ein normaler Tag zu sein. Okay, ich bin fertig. Piu! 2 Stunden 50. Nicht ganz 3 Stunden, aber fast. Jetzt etwas essen, duschen, arbeiten, Videoshooten, Schweizmatch schauen. Someone like you! 6 Kilo Protein, Kessel, ist langsam leer. He? Hat es genau eine Ironman-Vorbereitung gelernt. Aber ich habe schon wieder ein neues bestellt. Aber ist es ein grosser Kübel? Nein, kleiner. Nein, kein Platz. Ich habe keinen Platz, dort hinten stört mich niemand. Wenn ich am Tag war, mache ich einfach immer so 7 Minuten Eier. Das sind so gut. What a start in the day. Probieren Sie unseren Getränk perfekt für den Sommer erleben Geschmack. Keine Ahnung, was das ist, aber es scheint Guarana zu drin haben. Okay, merci vielmals fürs Päckchen, wer auch immer mir das geschickt hat. Ich finde es speziell, wenn man sich extra die Mühe macht, um ein Päckchen zu schicken. Also ich will das nicht irgendwie unhöflich tun oder so, aber wenn man sich extra die Mühe macht, mir ein Päckchen zu schicken und nicht mal ein Wort reinschreibt oder so. Mega gut. Professionell. Mega. Also ich und der Noel oder der Noel und ich gehen jetzt noch ein Video aufnehmen. Kannst du sagen, stay tuned. Willst du gerne? Bleib dran. Bleib dran, es wird cool. Rudi, merci, gell? Rudi, danke. Hast, by the way, wenn du Mund kommst holen, ja, kannst du vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit einrechnen. Ah ja. Ich gehe jetzt noch gerade den Schweizer Match in die zweite Halbzeit schauen. Public Viewing, hier beim Gütsch. Ich habe mir jetzt zurückgeschrieben, dass sie eigentlich alles weg. Heute ist wieder ein absoluter crazy day. Ich glaube, der letzte crazy day vor dem Ironman. Nein, gut, nein, eigentlich nicht. Wir haben jetzt
11 Uhr. Ich esse es noch ganz kurz etwas zum Morgen, dass ich etwas im Magen habe. Ich habe noch zwei Training auf dem Plan. Einmal schwimmen 1 Stunde, einmal joggen 1 Stunde. Und heute Abend ist der Aurel Füssli Live-Podcast. Und jetzt kommt dann aber gerade der Andi. Den Andi kenne ich mittlerweile einfach über Instagram. Zwei Jahre, bald drei. Aber ich habe ihn immer so ein bisschen, wo haben wir uns am Halbwiler Halbmarathon, Luzern Marathon, Zürich, immer so an diesen Orten haben wir uns immer wieder gesehen. Und jetzt hat man geschrieben, ob wir auch noch an einem Training eins zusammen machen. Und jetzt hat es heute gerade gepasst, gehen wir über den Mittag. Leo, bist du ready? Ja, ich muss echt sagen, ich habe heute eigentlich, weil es so busy war, habe ich so gedacht, irgendwie würde ich am liebsten beide Trainings einfach abkürzen. Mhm. Aber jetzt, wenn du dabei bist, ist gerade eine gute Motivation. Parat wie ein Athlet, ja? Immer. Jetzt kannst du aussuchen. Entweder machen wir eine Runde Richtung Stadt, in die Richtung und wieder zurück. Mhm. Oder hier geht es ein bisschen mehr Richtung in die Stadt. Ich muss sagen, also die Richtung. Hallo. Oh, können wir machen, ja? Das ist der letzte Bull hier hinter. Also, der Andi kennt den Drill auch. Wir haben genau eine halbe Stunde, genau 5 Kilometer. Jetzt sind wir beim Lido, also auf der anderen Seite vom See. Okay. Let's go. Solid. Solide 6er Pace. Also, wir haben es geschafft. Hier ist der Beweis. Fast 10 Kilometer, wir haben nicht ganz 10 Kilometer von morgen. Ja, das hätte ich ganz gelangt. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich gehe jetzt führen und mache jetzt direkt noch anschliessend eine Stunde Schwimmen. Und an dieser Stelle ein riesen Shoutout an Andi. Er geht uns einfach noch schnell zum Mittag holen. Und wenn ich nachher aus dem Wasser komme, nach einer Stunde, essen wir noch zusammen etwas. Und dann geht er wieder. Ich bin noch nie so wenig geschwommen. In einer Stunde. Wie fühlst du dich? Müde. Aber nur, ich habe nur 2,5 Kilometer geschafft in einer Stunde. Weil so alles strömig gegen hier runter hat. Und da unten rauf war es mega anstrengend. Ist ja so mit also großem Abstand. Andi ist noch zu essen einkaufen. Danke Andi an der Stelle. Bitte. Jetzt sollte in jedem Moment Kevin kommen. Es ist jetzt Viertel ab 6. Taxi, Taxi. Hallo. 5 Euro. Und 20 Euro. Also wir gehen jetzt hier ein Füssli. Und heute ist live Podcast. Event. Ja. Getränkt haben wir jetzt irgendwie da noch. Wie viel hallo zusammen, schön, sind wir euch da. Mein Name ist Sarah. Ich bin normalerweise die Hostin vom Podcast über den Bücherrand. Jetzt mit einem ganz, ganz grossen Applaus der Peter Bolliger. Aber freut mich, dass so viele da sind. Wirklich krass. Heute geht es um eine Person, die wir kennenlernen tun und das anhand von diesen Büchern, die sie geprägt haben. Und das freut mich umso mehr, dass das der Content Creator Peter Bolliger ist. Zusammen sprechen. Ich würde sagen, wir fangen an mit der 1%-Methode. Mhm. Hast du auf diese Liste gesetzt? Warum? Mhm. Weil so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so eben auf Englisch heißt das Buch Atomic Habits. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so ein Buch sehe, wo Habits draufsteht, denke ich, ich habe jetzt genug von diesen Büchern gelesen. So Habits und irgendwie etwas. Aber das ist wirklich so ein Buch. Mir ist schon immer so, wenn Leute Bücher mehrfach erwähnen und du hörst immer wieder und denkst, okay, jetzt kaufe ich mal da. Und das war so ein Buch gewesen. Das habe ich recht früh am Anfang von meiner Selbstständigkeit gelesen. Und es war 2020. Und es hat so mega mir einen Boost gegeben für meine Selbstständigkeit. Warum hast du jetzt gefunden, das Buch ist jetzt top? Und ich glaube, etwas, was ich am meisten aus diesem Buch mitgenommen habe, ist so, dass es so einen Chart mit so Kreis. Und also wenn wir etwas verändern. Ja. Und es so aufbaut, dass wenn man wirklich etwas verändern will in seinem Leben, dass es halt immer ein Identity Switch ist. Also dass man nicht sagt, so, ich mache jetzt Sport oder so, oh, ich sollte mehr Sport machen, sondern dass du als Identität
wechselst und sagst, ich bin ein Sportler oder ich bin jemand, der sportlich ist. Und das hat mir gefühlt in mega vielen Sachen immer geholfen, weil ich immer probiert habe, okay, ich will diese Sache erreichen, welche Identität muss ich annehmen, dass die Sache wie zu meinem Naturell wird. Ich weiß nicht, ob vielleicht die einen das mitbekommen haben, ich mache jetzt zum Beispiel Iron Man. und dort war es genau das Gleiche. Also ich habe vor 7 Monaten keine 2 Längen kraulen können. Und ich war so ein schlechter Schwimmer. Und irgendwie einfach so die Identität annehmen, so, ja, du bist jetzt halt ein Triathlet. Und dann kommt das wie automatisch. Weil du bist dann plötzlich mit anderen im Umfeld, die auch den Sport machen, die auch Triathleten sind. Und dann kommt es plötzlich automatisch. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich gehe jetzt ein paar Mal schwimmen und schaue mal, was passiert. Ja. Ja. Was ist jetzt so für dich so eine der grössten Erkenntnisse aus dem Buch? Was hat dich mega berührt? Ich glaube, eben das so wie, wenn du irgendwie einen Traum hast oder etwas, wo vielleicht eine ganz leise Stimme in dir ist, die immer wieder sagt, boah, vielleicht das wäre ein Weg für mich, dass einfach volles Vertrauen in das zu haben. Und das hat, wenn du mal irgendwo bei einer Station bist, wo du das Gefühl hast, das ist nicht die Station, das hat wie einfach ein weiterer Schritt ist auf deinem Weg. Weil ich weiß nicht, in diesem Buch ist er nachher irgendwie bei einer, ich will noch ein Spoiler, aber ist er nachher so bei einem Glaskugelverkäufer. Und es ist so lustig, du vergleichst, du schaust immer, wo du bist auf seinem Journey. Ich habe mal ein App verkauft für Immobilienmakler. Und das war für mich auch so, du hast die Leute mega gerne bekommen, hast das mit aufgebaut. Und irgendwann ist dann wie aber auch wieder der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, ja, das ist mega cool, aber eigentlich möchte ich wieder einen anderen Weg einschlagen. Und es hat mich halt mega bestätigt in dem, dass halt auch wenn es noch nicht gut läuft, aber du immer so eine innere Stimme hast, die sagt, eigentlich möchtest du noch mehr in diesen Weg gehen, dass halt einfach dem solltest du nachgehen. Dankeschön. Danke. Was für ein cooles Event gestern. Und danke Aurel Füssli, dass ich glaube, ich konnte mitnehmen. Ich glaube, er kommt nie ihren Platz. Dann haben wir nämlich hier abgenuchsen. Raten. Tada! Ich habe noch ein Paket bestellt. Und zwar ist das die letzte Bestellung vom Ironman Pro Recovery. Long Energy, Vegan Brownies, Energy Bars, Liquid Energy, allerlei. Genau. Und ich gehe nachher jetzt auf eine 2-Stunden Bike Ride und das Wetter sieht wahrscheinlich schlechter, könnte es nicht aussehen. Also es regnet. Aber ich mache es trotzdem. Juni. Haben sie gesagt. Und so ein Wetter. It's raining. Und ich habe eine Viertelstunde gefahren und es wird wahrscheinlich nur noch mehr regnen. Knapp 1:40 geht es durch und ich muss euch kurz eine Frage stellen. Wirklich eine Frage, die mich immer beschäftigt, wenn ich hier durchfahre. Warum hat es hier so viele Pföschli auf einem Haufen? Haben Sie hier gerade vorige Pföschli gehabt? Oder ist das wegen der Lastwagen? Oder kann das bitte, kann mich jemand aufklären? Danke. Puh. Okay, das war von diesem Ride. 2 Hours. Und nicht unbedingt schnell, weil es recht schläfrig war und nass. Und ja. Und wegen dem. Okay, jetzt schnell umziehen. Ich lege schnell trockene Socken an. Und nachher gehe ich auf einen 1-Hour-Jog. Okay. Ich habe gemerkt, das ist nicht eine Stunde Lauf, den ich jetzt habe, sondern nur eine halbe Stunde. Yep. Ja. Piu, piu, piu. Halbe Stunde Training durch. Essen. Vielleicht noch ein bisschen Matsch schauen, schlafen. Und morgen geht es früh los. Um 5:45 am Morgen. Stefan kommt mich jetzt abholen. Ich habe schon ein Jersey an. Summits for Hope. Hast du Sonnencreme dabei? Es ist schon früh am Morgen. Hey. Muss ich noch irgendetwas mitnehmen? Also weißt du, so Regenjacke oder schon noch etwas? Und wenn es dann nicht kommt, regnen, kommt es auch regnen. Ich habe nicht das Gefühl, weißt, dass man wirklich auskühlt. Mhm. Woher gehen wir jetzt? Seebody. Ich bin richtig müde. Ich sage es, wie es ist.
Stefan nicht die Idee gehabt, dass das so früh anfängt. Peter, hoi! Du weißt, dass ich nicht dabei habe, ein Tüchli. Das Tüchli ich auch nicht. Das brauchen wir ja nicht. Hä? Brauchen wir ja nicht. Ja, nachher nass. Schnell duschen, aber ja. Wahrscheinlich nicht so die schlechteste Idee. Peter. Wir haben nicht. Heute ist für dich die vorletzte lange Einheit. Morgen ist dann die richtig letzte und dann wird es gemütlich, die letzten zwei Wochen. Sehr gut, ihr habt es gehört, eh? Stefan hat es gesagt. Für am 7. Juli wird es ganz sicher gut sein. Also ich bin mehr als 100% zuversichtlich, dass es gut kommt. Es gibt keinen Grund, dass es nicht so gut kommt. Der Kaium ist vorbeigekommen und hat gesagt, es ist ein bisschen Bläuschen. Ich habe gerade gesagt, dass wir, wenn wir das richtig machen, dass wir etwas über Stunden haben. Oder? Wie lange haben wir heute, Stefan? 7 bis 8 Stunden. 7 bis 8 Stunden. Also ein Marathon mit dem Wasserbike tönt ja nicht nach wenig, sondern wir müssen sehr langsam. Also am Ironman solltest du auf dem abschliessenden Marathon einfach schneller sein, wie du das bist. Auf dem Wasserbike. Es sollte eigentlich auch nicht passieren, wenn du das Wasser genug hörst. Ja. Also bist du bereit? Also, ja. Also was ist mein Mental? Ich muss noch meine Garmin anlassen. Tschüss, Gilbert. Hast du den Start, ja? Also so wird es jetzt aussehen für die nächsten 8 Stunden. Genau. Let's go. Mit dem Ironman. Schön langsam hochkommen. Was? Ja, ich hoffe nicht länger als eine Stunde. Also wir machen jetzt 10 Runden. Und zwar ist eine Runde, wenn wir es hier hinten schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen. Aber das hier hinten ist eine rote Boje. Jetzt sind wir in der Mitte. Die gehen wir her, dann wieder zurück. Und dann machen wir das 10 Mal. Wie schnell sind wir? 6? Wie viel? 6,7 km/h. 6,7 km/h haben wir. Das ist ja ein riesiger Pace, den wir hier abreißen. Also wir sind jetzt bei einem Kilometer und wir haben 10 Minuten jetzt für einen Kilometer gehabt. Ich habe das Gefühl, die Trampe. Das heisst, das ist sicher Trampe. Das heisst, das wird eine lange Geschichte. Wenn ihr euch fragt, warum der Vlog am Ende nicht gekommen ist, dann ist es wahrscheinlich, weil ich immer noch auf dem Velo war. Also, wir haben jetzt knapp 2 Kilometer. Und jetzt kommt hier die Boje. Die tun wir einmal rundherum. Dann geht es wieder führen und dann haben wir eigentlich, wo wir davor sind, eine Runde an 4,2 Kilometer sollte es eigentlich genau sein. Und dann machen wir die Runde 10 Mal. Die Runde Nummer 2. Ich sage, es ist etwas unbequem, um drauf zu hocken. Und das Problem ist, man kann auch nicht so aufstehen, weil der Gang so leicht ist. Aus dem Grund ja, ist es so, wie es ist. Also wir machen ja das Ganze für Summits for Hope. Das ist im Stefan sein Herzensprojekt. Genau, es geht in die Ausbildung von Kindern in Kenia. Wir haben im Prinzip 3 verschiedene Institutionen, die wir unterstützen. Wir haben das als Girls Empowerment Programm. Wir haben eine Organisation, die heißt Scan in Nakuru, wo Strassenkinder Zukunft bekommen. Und dann noch mein ganz persönliches Projekt von der Schule, ebenfalls in Nakuru. Und mit einer Spende von 35 Franken im Monat geht ein Kind einen Monat lang in die Schule, hat eine warme Mahlzeit pro Tag, meistens die einzige und irgendwo auch eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Also ihr habt es gehört, mit 35 Franken, falls ihr die Möglichkeit dazu habt, wir sind natürlich sehr dankbar für jede Unterstützung. Ich mache natürlich den Link unten in die Videobeschreibung. Und in dem Sinn, wir haben jetzt 1 Stunde 44 und wir haben noch 30 Kilometer oder ein bisschen mehr zu gehen. So, da hinten kommt wieder die Boje. Nachher geht es zurück und dann sind wir schon in der Hälfte. Der Stefan und ich haben uns ein Ritual eingeführt. Immer wenn wir bei der Boje sind, dürfen wir schnell aufstehen. Oh,
Und ich habe noch viel grösseren Arsch wie du, darum tut ja. mir eben auch noch mehr weh. Gut. Weiter. Oh. Nein, aber weißt du, warum ist das? Nein. Weil du jetzt aufgehört hast, trampen. Nein, doch. Ein Seif. Du schiebst alles immer auf mich. Ja, es ist ganz, bist auch ganz übel. Es ist, ich habe natürlich noch nichts gegessen, noch keinen Kaffee getrunken. Du machst es natürlich super vorbildlich auf den leeren Magen fast. Nein, also, ich habe richtig. Hast du das gemacht, wenn ich das frage? Weißt du warum? Warum? Es war wieder deine Schuld. Ich habe gemeint, wir gehen noch irgendwo zum Morgen essen. Nein. So, ich habe 200-300 Meter, sind wir offiziell in der Hälfte. Die Runde fertig. Und wir sind jetzt bei 3 Stunden 15. Das heisst, Stefan ist brutal gut im Kopf rechnen. Mal 2. Gibt etwa 6 Stunden und 30 Minuten. Super, Stefan, hey, toll. Ja. Toll, dein Kopfrechnen. Und uns geht es eigentlich immer noch gut. Ich habe vorhin Stefan gesagt, einen normalen Samstag. Okay, kurze Mittagspause. Ein bisschen Energie tanken. Oder besser gesagt, sowieso jetzt erst mal etwas essen und nachher geht es gleich weiter. Das richtet mein Leben aus. Und wenn es in dem Sinn möglich ist, ja. um das noch länger zu machen, weißt, dann ist es wunderschön. Wenn es nicht lange, oder? Wenn es halt nur... Also, wir haben jetzt gerade die 7. Runde fertig gemacht. Jetzt fangen wir die 8. Runde an. Und das Wetter hat jetzt ein bisschen umgeschlagen, wenn man da hinten schaut. Ich denke, leck, was ist das? Ich werde jetzt schnell tragen, ja. 2 Runden noch. Das Wetter hat ein bisschen umgeschlagen. Wir sind zum Glück nur noch 2 Runden unterwegs. Das heisst etwa 1,5 Stunden. Und ja, wer weiß, vielleicht tut es noch ein bisschen auf. Aber wir sind jetzt mit 32 Kilometern, 5,5 Stunden knapp unterwegs. Wir sind jetzt nicht eigentlich die, die einfach sagen, wir hören jetzt auf. Sonst ist es schön, es sind jetzt nicht viele Leute hier unterwegs. Wo ist die Motivation? Können wir mal so einen Clip machen, so richtig am. So voll irgendwie so viel am Jummern. Also weißt du. Also es läuft überhaupt nicht nach Plan. Wir sind richtig. Richtig verschifft worden. Stefan ist kurz vor dem Aufgehen. Fühlt die 10 Grad auf dem See gemütlich, ein Pferdli zu machen. Also jetzt sind wir in der Hälfte von der zweitletzten Runde. Oder 36. Und ich habe 34,5. Oh, meine Schafe im Menü. Super, Stefan, super. Stefan hat einfach jetzt mal für 2 Kilometer seine Uhr angehalten. Weil etwas irgendwie mit den Essigs zugelegt. Stefan hat gesagt, komm, wir machen eine Charity Challenge. Es wird lustig. Wir zwei zusammen. Okay, jetzt ist noch wellig dazu geworden. Zudem, dass es noch abregnet. Okay, wir sind auf den letzten 500 Meter. Wir sind bei 41,6 Kilometer. Und jetzt ziehen wir es noch durch. Und dann haben wir es. Aber ich blende euch schon mal ein. Hier sind Stats. So sieht es aus auf Strava. Ich habe es einfach als Freischwimmen getrackt. Es ist so ein schöner, lässiger, was eine Experience. Guter, cooler, unvergesslicher Tag. Definitiv. In dem Sinne auch danke für mal alle, die das unterstützt haben, supportet haben. Wirklich richtig, richtig cool. Ich glaube, es ist ja ein riesen Batzen zusammengekommen. Und auch alle, die jetzt das Video hier noch schauen. Der Spendenlink, wie gesagt, ist unten verlinkt. Wenn ihr uns könnt, wollt, unterstützen. Und wir gehen jetzt nachher rein. Was ist hier? Also ich bin auf 3 Stunden wieder da. Ist gut.
Sempach. Bei 1 Stunde unterwegs. Ist nice. Schau mal, wer das reingefahren bin. Er kommt uns doch bekannt vor vom Wings for Life. Wir machen heute einfach 200 Kilometer und wir haben uns gerade irgendwie, wie viel sind wir? 140, 145? Sind wir bei 150, ja. Das Bild mache ich Ihnen noch ein bisschen Begleitung bis auf Luzern. Fühlt ihr euch aber noch gut, hä? Ja. Fühlst du dich noch gut? Eigentlich wirklich erstaunlich gut. Was eine nice Überraschung. Der Jan ist noch schnell vom Wings for Life gesehen. Ich habe jetzt bis zum Verkehrsbus begleitet. Fahre ich noch heim. Da habe ich genau etwa 2 Stunden und nachher der Run. Boop. Okay, wir fahren dann. Okay, ihr wisst, wie es funktioniert. Eine halbe Stunde in die eine Richtung. Aber heute habe ich keinen Bock mehr, jetzt umzukehren. Darum bin ich jetzt bei knapp 30 Minuten. 35er Pace. Oh, ich gehe jetzt einmal an den Flughafen. Amme! Amen! Ich bin Amme. Final Stretch, die letzten 10 Minuten. Das war im letzten Training, weil ich jetzt am Schluss vorher eine richtige Gänsehaut hatte. Weil so wird es aussehen. Hoffentlich holt es anlängen. In 2 Wochen, am 7. Juli, beim ersten Full Distance Ironman in Thun. Und ich hoffe, so viel wie es geht, von euch, die die Vlogs schauen können, kommen und kommen vorbei. Kann man Hoi sagen, kann man anführen. Ich werde es definitiv brauchen. Und das wird wirklich mit Abstand die grösste Challenge, die ich sportlich in meinem Leben schon jemals so angenommen habe. Ich freue mich aber riesig darauf, weil ich weiss, ich habe 7, knapp 8 Monate Vollgas alles reingelegt, was ich konnte. Ich habe jedes Training gemacht, was ich konnte, wenn ich es auch machen konnte. Und jetzt, in dem Sinn, wir gehen jetzt heute Abend. Hopp Schweiz. Drücken wir den Schweiz Daumen, dass sie Gruppe Erste werden und Deutschland richtig abnehmen. Ja, und in dem Sinn, sehen wir uns nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. See you next week. Bye. Sieht krass aus mit dem Cap vorwärts. Super Sache. Ich glaube, ich lege es nur noch so an.